Oh mein Gott, ich habe ein Lucky Leol Taschenmesser um 12,99 € gekauft. Das ist ein absolutes Schnäppchen. Wenn ich bedenke, was das hier direkt aus Frankreich, was mein Papa gekauft hat, gekostet hat, da kann ich mal irgendwie, ich fühle mich so richtig toll. Aber vielleicht könnte das ein Fake sein. Vielleicht könnte das ein billiger Nachbau sein. Und wenn du wissen willst, was dabei rauskommt, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann vom Survival Shop im Limskurs. Schön, dass du dabei bist. Ich melde mich hier aus dem Buschkräfte-Areal. Der Matthias, ein Survival-Trainer-Kollege, hat in unserer Survival-Trainer-WhatsApp-Gruppe geschrieben: Leute, es gibt bei Lidl gibt es das Lucky Leol-Messer um 11,99 €. Und ich habe gesagt, das will ich haben. Natürlich hat er ein großes Smiley hinten drauf gemacht und so. Ja, egal, ich glaube, er hat mir eins mitgenommen, weil ich wollte das ganz einfach wissen. So, also, das ganze Teil hat 12 € gekostet. Und ich mache das jetzt original das erste Mal mit dir auf. Das ist da in so einer Klebeverpackung. Übrigens habe ich dann nachgeschaut, das ganze Teil, das gibt es auch auf Amazon, da gebe ich da unten den Link dazu. Da musst du mal die Bewertungen durchlesen. Auf jeden Fall denkst du dir: Oh mein Gott, schau dir das an, ich habe ein Lucky Leol Messer und das um diesen Preis. Wobei auf Amazon der Preis, der aktuell hier vorherrscht, ist absoluter Wahnsinn. Wie gesagt, ich gebe da unten den Link, schau dir das an. Da war das bei Lidl ja noch wirklich günstig. So, jetzt hast du hier dieses Messer und denkst dir: Wow, voll cool, voll genial. Aber wenn man dann hinschaut, sich die einzelnen kleinen Details anschaut, dann merkt man halt, naja, ich habe halt auch nicht mehr gekriegt als 12 € und ich habe eigentlich meiner persönlichen Meinung nach weniger als 12 € gekriegt. Das ist ja wirklich ein China-Schrott. Allein die Übergänge zwischen dem Metall und dem Olivenholzgriff, das ist gar nichts. Und hier alles rundherum. Aber wenn es dich dann besser fühlst zum Brotschneiden, ja, soll's passen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hernehme, und zwar, das hier ist ein Erbstück, das ich von meinem Vater habe. Da war ich noch so ein Kleiner, waren wir in Frankreich und wir waren nicht dort, wo das hergestellt worden ist, sondern irgendwo bei Straßburg und da sind wir herumgegangen und da hat es auch diese Messer gegeben und da hat er sich das gekauft. Das habe ich jetzt geerbt, das ist jetzt sozusagen mein Erbstück. Das Lucky Leol, das kann man da fast schon gar nicht mehr lesen, aber es ist, glaube ich, halt ein Original. Es ist ein bisschen anders, das ist da auch noch dieses nette Element dabei. Aber wenn ich das angreife und mir anschaue, dann merke ich, okay, die haben wirklich sauber und schön gearbeitet. Und wenn ich mal jetzt diesen Billig-Nachbau hier anschaue, da merke ich halt, ja, das sind die kleinen, feinen Unterschiede. Und dazu mag ich jetzt Folgendes sagen. Erstens, wenn du wirklich ein Originales haben willst und wenn du das Gefühl, das Feeling, wie man sagt, das Gefühl haben willst von diesem Messer, wenn dir das überhaupt gefällt, aber wenn dir das, dann würde ich dir empfehlen, nicht 12 oder auf Amazon das 3-4-fache teilweise wechseln, wo der Preis momentan von den Chinesen liegt, wie gesagt, schau es da an, ausgeben, sondern ich würde ganz einfach sagen, okay, das hier, das ist ein Blödsinn, wirklich ernsthaft, du sagst dann, ja, ich bin übers Ohr gehaut worden. Aber mit dem hier, wenn dir der Stil von dem Messer gefällt, hast du einfach einen Begleiter. Ich bin jetzt, wo ich das Video mache, ja, 42 Jahre werde ich, 41 bin ich. Und ich war da Volksschüler. Und dieses Messer existiert noch immer. Wie gesagt, es ist abgeschliffen. Ja, er hat das schon so oft geschliffen und ich habe es schon so oft geschliffen, dass es schon ein bisschen abgeschliffen ist. Ja, sieht man auch bei der Spitze, das ist nicht mehr so schön. Aber Sakra, das Messer kann ich meinem Sohn weiter vererben. Und vielleicht auch eher seinem Sohn. Oder wenn er eine Tochter hat, ist das auch okay. Und das meine ich damit. Also wenn du ein Originales, wenn du so etwas haben willst, dann kauf verdammt normal, wenn ich das sagen darf, ein Original. Und nicht diesen Nachbau. Schau mal, die Schleifkerbe ist hier schön da. Da gibt es keine Schleifkerbe. Die sind da einfach drüber gefahren. Das schaut aus wie, wenn weiß ich nicht, wenn die Anfänger darüber fahren, das ist einfach China-Schrott. Und was ich auch wirklich traurig finde, auch beim Zumachen merkt man das, gell? Das merkt man einfach, das geht nicht rund. Und ich muss halt eines dazu sagen, ich finde, dass auch diese 12 € eigentlich noch zu teuer sind. Dieses Ding ist meiner Meinung nach 5 oder 6 € wert. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und ich finde es wirklich bedenklich, dass auf Amazon und bei Lidl, ich habe jetzt nichts gegen die Firma Lidl und ich will die auch nicht in die Pfanne hauen oder sonst irgendwas, dass man sowas da verkauft. Ja? Ich meine, okay, das sind Händler, ich bin auch Händler, man verkauft manchmal als Händler seine Seele, weil man etwas ins Programm nimmt, was die Leute unbedingt wollen und man eigentlich sagt, ich selber will das nicht, aber ich stehe da dazu, ich sage das in den Videos auch immer,
Aber das finde ich einfach, weil es wirklich eine Produktkopie ist, ja. Ein Nachbau, sogar mit oder eine Täuschung, oder? Also das gefällt mir einfach nicht. Jetzt habe ich lang geredet, jetzt will ich mal schauen, was es kann. Ich meine, man muss dazu sagen, das ist kein Survival-Messer, aber ein Überlebensmesser oder ein Bushcraft-Messer ist das Messer, was man dabei hat. Aber da ist man einfach schad drum. Dann nehmen wir mal Opinel. Ja, dann nehmen wir Opinel. Aber das hier, schauen wir mal. Alter Schwan. Wie man in Österreich sagt, alter Schwan, alter Fuchs. Das schneidet überhaupt nichts. Also ich bin, also wir werden da, na, das will ich dann wissen, ich will dann Brot schneiden damit. Aber da beim Holz kannst du, jetzt will ich mein Originales nehmen. Und das wird jetzt auch nicht der Reißer sein. Aber schau mal her, da kann ich wenigstens was runterschnitzen. Ja? Aber bei dem... Entschuldige. Ich bin nur so verärgert. Schau her, aber das da... Das ist jetzt kein Schmäh von mir. Also ich fake das nicht, damit ich... das ist auch... Okay, bitte. Und das ist auch wieder so etwas, wo ich sage, das ist Ressourcenverschwendung. Dass das Metall verarbeitet wurde, dass dieses Olivenholz da und mit Kleber und allem drum und dran, und wenn du da reinschaust, das ist einfach fürchterlich, wirklich fürchterlich. Und dann wird das quer über die Welt transportiert, damit man beim Lidl oder bei Amazon das kaufen kann, obwohl es eigentlich der volle Fake ist. Das ist wirklich für mich das Tiefste, was man tun kann. Wirklich, das Tiefste, was man tun kann. Wenn es dann auch noch qualitativ so unter jeder Kritik ist. Ja, wir werden dann noch Brot schneiden, das mache ich dann auch noch. Also vergiss es einfach. Noch einmal, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn du ein echtes Lagiliol haben willst, wenn du da, dann spar. Ich weiß, dass viele dann immer sagen, Reini, ja, ich habe nicht so viel Geld. Ich verstehe das. Ich verstehe das wirklich, und ich kenne auch die Situation, dass man einfach nicht viel Geld hat. Ja? Aber ich habe mir dann immer gesagt, wenn ich da schon einige Male reingefallen bin, ich habe... wurscht. Der Punkt dabei ist, spar dir das Geld, spar dir diese 12 Euro oder auf Amazon sogar noch viel mehr und sag, ich spare mir das und lege mir jedes Monat, und wenn es nur 2 Euro sind, weg, und nach einem Jahr kannst du dann ein Originales kaufen, was auch immer es ist, oder wenn es was Größeres ist, dann halt länger. Oder du kriegst irgendwas, weiß ich nicht, weil meistens sind es Jugendliche, die mir das sagen, du kriegst irgendein Geburtstagsgeschenk oder was weiß zum Teufel was, oder du machst einen Nebenjob. Wirklich, mach einen Nebenjob oder mach einen YouTube-Kanal auf und mach deine eigenen Videos und verkauf etwas drüber und mach Werbung und so weiter, wie du willst. Aber schmeiß dein Geld nicht für billig Scheiß raus. Wirklich, also das macht mich richtig, 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 richtig wütend. Oh lala, oh lala, oh lala. Es gibt nichts Schöneres, als in der Natur zu essen. Und billige Eigenwerbung, selbstverständlich. Und wenn du das auch tun willst, in absoluter Ruhe, dann komm ins Bushcraft Camp, gib dir unten den Link, ganz klar. Und ja, dort kannst du die Natur genießen. Also zum Brot schneiden taugt auch dieses Billigsdorfer Zeugs. Also das Brot ist einmal geschnitten. So. Und dann natürlich die Käse, das ist auch ganz klar. Ich habe jetzt die Butter nicht mitgenommen, aber jetzt kommt's. In Österreich heißen die Paradeiser. Paradeiser. Und wenn du jetzt sagst, das sind Tomaten, dann hast du auch recht. Und zwar Cocktail, Baby-Cocktail-Tomaten. Jetzt wollen wir schauen. Ja, das geht auch. Also es ist okay. Als Jausenmesser geht's durch. Natürlich möchte ich gleich hinzufügen, dass das originale Lagiliol als eine Baguette-Messer noch viel besser schneidet. Oh ja. Aber es ist wurscht. Also da muss ich jetzt sagen, als Jausenmesser, aha, ja, schwächelt auch das Originale, sollte ich hier dann mal schleifen, als Jausenmesser geht's durch. Also ich will da jetzt meine böse Kritik ein bisschen relativieren, was die Qualität betrifft. Also als Jausenmesser, wie du siehst, geht es durch. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe eh schon alles gesagt. Es ist als Jausenmesser okay, aber trotzdem finde ich es einfach wirklich unter jeder Kritik. Schreib mal einen Kommentar, wie du das siehst. Hast du ein Lagiliol, ein originales aus Frankreich? Oder aus der billigen China Kaka? Ist auch in Ordnung. Schreib mal unten einen Kommentar, das wäre sehr schön. Ich gebe da unten den Link auf beide Produkte, auch auf das Originale und auf den Nachbau. Schau dir das an. Wenn du das unbedingt kaufen willst, dann ist zumindest das... Aber wie auch immer. Dann Waldurlaub, schau vorbei.
vielleicht ist ein Bushcraft Camp irgendwas für dich Passendes dabei. Jetzt riecht man schon das Wasser im Mund zusammen. Daumen nach oben oder nach unten und lass ein Abo da. Da der Link zu meinen Büchern, ein paar andere Videos, hat mich gefreut, dein René Rossmann und bis bald. Mahlzeit.